So, wir machen uns jetzt auf den Weg wieder. Ja. Wir nutzen mal die Zeit, um wieder zum Gericht zu kommen. Genau. Der Mann hat ganz gut gesprochen. Wie fahrt die Biene? Da. Sie laufen weg. Da. Ich habe die Biene, dacă s-ar putea în Badische Zeitung, că aici foarte multă lume citește. Da, asta să vedem unde e, că trebuie să vină și ei de la Badische Zeitung. Este, știu unde este. Este, da, da, dacă mergem. Ok, ne facem acum în marș, mergem înapoi spre judecătorie. De unde am plecat în final? Bun? Ok, unde este organizatoarea? Ia să vedem. Aici. Da, îi cineva, e paza probabil să... Asta. Hai să vedem. Gata? Mergem spre judecătorie? Da. Hai să o luăm în pază. Pia conț mama! 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 Oameni buni, suntem aici în Freiburg. Suntem aici în Freiburg. Aceasta este clătirea care a furat pe Pia. Și acum ne întoarcem în marș. Înapoi, de la Jugendamt, de la Protecția Copilului din Freiburg, înapoi spre judecătorie. Înapoi spre judecătorie. Oameni buni, distribuiți, dați mai departe, cât se poate de mulți. Să ne vedem. Distribuiți, oameni buni, fiți alături de noi, fiți alături de Pia, fiți alături de copiii care au fost furați de instituția statului. Pia să vină acasă! După cum vedeți, este fratele Piei, fratele Piei. Pia, comți mama! 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 Oameni buni, dați mai departe, distribuiți cât se poate de mult. Pia, comți mama! Suntem aici peste 100 de persoane, 100 de români din toată regiunea, Bayern, Baden-Württemberg. De la Frankfurt au venit. Au venit din toate colțurile. Fiți alături. Haideți, fiți alături de noi. Distribuiți. Suntem aici în Freiburg, oameni buni. Românii din Freiburg, unde sunteți? Românii din Freiburg! Freiburgu! Aici, o vedeți pe mama Piei. Nici nu vreau ca să mă închipui ce durere este în ea. Dar vede că suntem aici români care suntem cu ea, o susținem durerea ei și suntem contra încălcării codului penal, atenție, codului penal din Germania, ceea ce a făcut protecția copilului Jugendamt, judecătoria și Oberlandesgerichtul. Acum 2 ani sau 3 ani de zile, putem să vă spunem, aici în Freiburg a murit un copil minor. A murit din ce cauză? Din cauză că
Jugend Amtu, nu lua măsuri. Nu vă vine să credeți. Ăsta este Jugend Amtu din Freiburg, care se dă în protecția copiilor, se dă că ajută copiii. Și din cauza lor a murit un copil. Tot din cauza lor au fost furați copii și duși în străinătate. Deci ăștia sunt Jugend Amtu. Mulțumesc, Stuttgart, că a venit Stuttgart aici. Libertate! 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 Românii din Germania s-au alăturat aici pentru PIA, pentru drepturile copiilor. Oameni buni, dragilor, distribuiți, chiar dacă nu puteți să fiți alături aici, distribuiți, fiți alături de noi, prin distribuire, pentru că abuzurile în Germania continuă. Abuzurile în Germania sunt cele mai grave din comunitatea europeană. Deci, oameni buni, distribuiți, dați like-ul mai departe. Freiburg, oameni buni, Freiburgul! Românii! Libertate! 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 Dați-vă rog mai departe, distribuiți în grupurile în care sunteți. Dați mai departe, distribuiți, este important să fie văzut. Germania nu poate să facă ce vrea. Instituțiile statului trebuie să protejeze cetățenii. Nu să-și bată joc de ei, nu să-i fure. Nu există niciun motiv bine întemeiat în tot dosarul care există de preluarea copilului, de preluarea PIA-ei și dus la protecția, la pleghe familie. Și este... Singurul lucru care este lucru pentru că PIA își iubește foarte mult mama. Asta este motivul de ce PIA a fost furată. Pentru că își iubește mult mama. Este inacceptabil. Când își iubești copilul, își iubește părinții, nu e bine. Când nu își iubește părinții, iară nu e bine. Cu Germania asta niciodată nu știi despre ce este vorba și ce trebuie să faci concret. Mulțumim, domnul Eric, l-am văzut astăzi, față în față. Mă bucur să vă văd. Și
continuăm să continuăm. Continuăm, da. Nu ne lăsăm. Rușine, nu ne oprește nimeni. Rușine românilor care au putut să vină și n-au venit. Rușine vouă. Au venit oameni de la sute de kilometri. Avem de la sute de kilometri, bineînțeles. Este tragic, mai ales 8.000 de români sunt numai în Freiburg. Da, și n-au venit. Fia să vină acasă! 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 Da, oameni buni, Freiburgul, aici, orașul unde eu gândeam tu, încalcă toate regile posibile. Atenție! Deloc, drag, ia, ia. Ia, ia, am zis. Aici, orașul în care eu gândeam tu, ia copii, fără un motiv bine întemeiat. Ba da, motivul care l-a dat este că își iubește mama prea mult. Este un motiv extraordinar, care până acum pe toată planeta asta nu l-am auzit, doar pentru că copilul își iubește mama și pe frățiori. Ne îndreptăm, oameni buni, spre judecătoria din Freiburg, spre judecătoria din Freiburg, de unde am plecat, la orele 16, de aici din Freiburg. Ne-am dus până la Jugendamt, până la Instituția Protecția Copilului și acum ne întoarcem înapoi la judecătoria din Freiburg. Aceste instituții, cât judecătoria, cât și Jugendamtul, instituții care susțin furtul de copii, confiscarea de copii, sau cum fiecare din noi vrem ca să-i spunem. Fapta este, așa cum am spus, pe data de 8 martie 2021, Înalta Curte de Justiție Regională a hotărât că copilul, adică Pia, trebuie să rămână acolo unde este. Această decizie nu a fost dată de una singură, de cei trei judecători, ci
Cei trei judecători au avut susținere din partea reprezentanții protecției copilului, Jugendamtului, și din partea psihologului care a controlat-o și a testat-o și a vorbit cu Pia. Cu toate astea, două zile mai târziu, Jugendamtul s-a dus și a furat copilul de la școală, fără să anunțe părinții. Deci, fără să anunțe părinții. La urmă, a spus că ei nu știu de decizia din data de 8. Adică, Jugendamtul nu știe ce a făcut cu două zile înainte. Comic, așa-i? Asta este. Acum, suntem în față la judecătoria din Jugendamt. Unde aici o să ne mai întindem și o să mai stăm, că mai avem până la încă 18 minute. Acolo pe bandă. Acum imediat vom putea asculta pe domnul avocat, reprezentantul, cel care reprezinte pe mamă și pe frățior în instanța din Germania. Liebe Freunde der Freiheit, ich danke euch, dass ihr heute hergekommen seid. Es geht um ein kleines Kind, das vom Jugendamt willkürlich weggenommen worden ist. Das darf nicht sein. Das darf in diesem Fall nicht sein. Und das darf auch in vielen anderen Fällen nicht geschehen. Wir wissen, dass alleine im Jahr 2019 in Freiburg etwa 300 Kinder vom Jugendamt aus den Familien gerissen worden sind. Das ist zu viel. Eigentlich sollte jeden Tag eine solche Demonstration in Freiburg stattfinden. Ich danke euch für euren Mut, dass ihr hergefunden habt. Und ich hoffe, dass wir, ich bin ja der Anwalt der Mutter, für die Pia das erreichen können, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Diese Maßnahmen, die hier getroffen worden sind, sind willkürlich. Die Richter entscheiden letztlich über Kinderseelen in einer herzlosen Weise, die wir nicht akzeptieren wollen. Ascultăm acum și pe mama Piei, să vedem ce are să ne spună ea. Sunt atât de fericită că sunteți alături de noi. Sunt atât de fericită că ați empatizat cu suferința fetiței mele. Nu îmi găsesc cuvintele să vă mulțumesc. Ați făcut atât de mult astăzi pentru noi. Vă mulțumim! Freiheit für Pia! 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 Freiheit für P
Frei, heil, Türkiye! 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 Ganz herzlichen Dank für Ihre Anteilnahme. Vielen Dank für die Mühe, die Sie sich gemacht haben und die weiten Wege, die Sie auf sich genommen haben, um hier Ihre Anteilnahme zu bekunden. Bitte schließen Sie Pia in Ihre Gedanken, in Ihre liebe Gedanken und Gebete ein. Diese Botschaften kommen an. Diese Botschaften geben sowohl Pia Kraft als auch der Familie, die davon betroffen ist. Bitte unterstützen Sie weiterhin in Gedanken und mit Zuspruch und mit E-Mails die Familie von Pia. Und Ihr Einsatz wird ein großes Zeichen setzen und wird auch vielen, vielen anderen Familien viel Mut und Kraft geben, weiterzukämpfen. Weil der Fall Pia ist leider kein Einzelfall, er wiederholt sich Tag für Tag republikweit in der ganzen BRD. Und es ist ganz wichtig, dass wir Verbundenheit zeigen mit den Familien und mit den Kindern. Und Ihr Einsatz hier hat eine ganz große Wirkung. Und Ihre Gedanken kommen an bei Pia und bei der Familie und geben ganz viel Kraft. Und bitte verinnerlichen Sie sich auch geistig, nehmen Sie geistig vorweg, wie Pia wieder zu Hause ist und wie alles gut wird und wie die Familie glücklich und zufrieden ist, dass Pia wieder zu Hause ist. Und ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Ganz, ganz vielen Dank für Ihre Mühe und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr geehrte Leute, hinter dem Auto können wir die Anwältin von Pia erkennen, die, wo Pia ihr mehrmals gesagt hat und ihr Wunsch geäußert hat. Und letztes Jahr im 2020 hat die Frau M gesagt, Pias Aussagen seien nicht authentisch für ihr Alter. Pia hätte nichts gemacht. Sie sagt, meine Schwester würde sich in einem Loyalitätskonflikt befinden, nur weil sie ihre Mama und ihren Bruder zu stark lieben. Und jetzt, anstatt vielleicht sich zu äußern, warum sie, weil hier in Deutschland ein Verfahrensbeistand ist eine Art Anwalt des Kindes. Und man darf sie nicht wegen Befangenheit anzeigen, denn sie können, der Gesetzgeber sieht hervor, sie können gar nicht befangen sein, denn sie sollen nur die Interessen des Kindes vertreten. Und sie hat die Interessen meiner Schwester nicht vertreten. Und ja. Pia zurück zur Mama. 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 Pia zurück zu 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 Mama. Da, dragi prieteni, suntem aici. Wichtig doch zu erwähnen sei, dass die Frau M, die Verfahrensleitung von Pia, selber Kinder hat und vielleicht das Mama-Gefühl kennt oder Elterngefühl. Und sie hat sich für meine Schwester nicht eingesetzt. Neulich hat meine Mutter sogar bei ihr angerufen und sie wirkte sehr nervös und hat sogar meine Mutter hat sie angeschrien. Es sind mehrere Zeugen, die dabei waren und das gehört haben. Und das gehört sich nämlich nicht so. Vor allem von einer Vertreterin, die
gar nicht befangen sein kann und zunächst mal neutral sein, also egal was der Papa oder Mama sagt, muss sie nur die Interessen von Pia unterstützen und nachgehen. Das hat sie nicht gemacht. Und sie hat, es gibt mehrere Videos, die Lehrerin von meiner Schwester, die ist Bibliothekarin, sie ist auch hier unter uns. Sie war sogar dabei beim Umgang. Die Frau Morat wollte einen Umgang mit ihrem Papa machen und meine Schwester hat geweint, sie hat sich an ihre Lehrerin festgeklammert und die Frau M. hat nichts unternommen, hat zugeschaut und nichts gemacht, obwohl also nach dem Motto schlägt sich hier jeder vom Gericht oder die Verbandsbeistand mit dem Fäusten in die Brust und sagen, wir setzen uns für Kinderrechte und für den Wohl, aber machen komplett das Gegenteil. Das ist ja selber eine Tochter, war kein Gesicht. Freiheit für Pia! 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 Deci este... Iau și eu acum microfonul. Două secunde. Da, dar schimbă camera. Nu. Așa. Și acum că... Așa. So, liebe Bürger der Stadt Freyung oder Gemeinde Freyung, wir sind hier vor das Landesgericht, vor das Amtsgericht Freyung. Das ist das Amt, der eigentlich aufbestimmte Staatsanwaltschaft liegt. Die aufbestimmte Staatsanwaltschaft ist ein bedeutendes Amt. Es geht darum, deswegen spreche ich auch Staatsanwaltschaft an. Am 10. März wurde ein Kind geklaut, beraubt. Von Jugendamt in Freiburg. Da. Staatsanwaltschaft Freiburg hat 3 Anzeigen gegen das Jugendamt bekommen. Und der Staatsanwaltschaft hat bis heute keine Zentimeter bewegt, kein Wort geschrieben, warum darf in Deutschland Jugendamt Kindesentführung, also eine Straftat, begehen. Wir haben über 43 Tage. Pia, die entführt worden ist, und dem wir auf Hochdeutsch geklaut, ist immer noch nicht da. Ist immer noch nicht bei der Mama. Obwohl genau dieses Gericht und zusätzlich das obere Landesgericht in dem Sinne hat entschieden, am 8. März zusammen, 3 Richter zusammen mit der Vertretung des Jugendamts und noch einer Psychologin haben zusammen entschieden, dass Pia da bleiben muss, wo im Moment ist. Und das war im Moment bei der Mama. Trotz dieser Entscheidung, also eine Entscheidung nicht von mir, nicht von irgendeinem Bürger Deutschlands, sondern 3 Richter des Oberlandesgerichts haben ganz klar entschieden, Pia muss da bleiben, Jugendamt hat das Kind geklaut. Ohne irgendeine Information an den Mutter oder an den Vater rauszugehen. Noch schlimmer, nach dem Diebstahl
hat Jugendamt die Mutter circa eine Stunde später angerufen und zu ihr gesagt, sie bräuchte nicht mehr in die Schule zu kommen, denn, denn ihr Kind hier gibt es nicht mehr. Die ist geklaut, ist weg. Hasta la vista. Das ist Deutschland. Staatsanwaltschaft. Hallo. Wo seid ihr? Habt ihr Wochenende? Kommt arbeiten. Bringt Pia zurück. Jugendamt und die Mitarbeiter haben eine Straftat begangen. Hallo. Deutsche Bürger, vor 2 oder 3 Jahren ist ein Kind hier in Freiburg gestorben, weil Jugendamt nichts unternommen hat. Obwohl mehrere Beschwerden an Jugendamt reingekommen sind, hat Jugendamt nichts unternommen und ein Kind gestorben. Heute gibt Jugendamt als Vorsorgeamt in Deutschland? Nein, das ist ein Diebstahlamt, ein Amt der Kinder klaut, beraubt und irgendwo in irgendwelche Gebäuden, Familien reinsteckt. Oder so. Also, deutsche Bürger oder Bürger Deutschlands, egal welche Nationalität, Religion, denkt daran, morgen, übermorgen, in einem Jahr kann genau das Ihnen passieren. Seid dabei und sagt eure Meinung. Versteckt euch nicht irgendwelche, hinter irgendwelchen Gebäuden oder hinter der Arbeit, denn wenn es hart auf hart geht und auch Ihnen sowas passiert, dann sind Sie auch zum Arbeiten nicht mehr gut. Seien Sie dabei, unterstützen Sie diese Demonstration. Unterstützen Sie auch die Rechtsanwälte von euch, weil ohne gute Anwälte habt ihr keine Chance. Und dann ist es zu spät, wenn ihr Kind von Jugendamt geklaut wird. Und Achtung, so wie schon vorher gesagt, Staatsanwaltschaft tut gar nichts. Doch noch schlimmer, unterstützt es und verdreht die Tatsachen so, dass gegen ihnen eine bestimmte Klage wegen Verleumdung, wegen üblen Nachrede oder irgendwas angezeigt wird und eine Straftat, also bestraft werde, wegen irgendwelcher Straftaten. Das ist leider dieses Deutschland, Gründer Europas. Leider, es ist dieses Deutschland, der überall auf der ganzen Welt, der Number One Land, ist Anti, Demokratieland, Menschenrechtsland, die Bürger, Freiheit. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Man sieht hier die Realität, man sieht hier, das ist die Realität und hier kann keiner etwas dagegen machen. Doch, wir können was dagegen machen. Wir können sagen, stopp, stopp Jugendamt, macht ihren Job richtig, macht Staatsanwaltschaft ihren Job richtig. Weil nur dann, wenn wir alle gleich sind, egal ob ich Johann heiße, ob ich Mohammed heiße, ob ich Staatsanwalt heiße, ob ich Sachbearbeitung des Jugendamts heiße, das ist wurscht. Wir sind alle gleich und die Gesetze sind für uns alle da. Dankeschön. Und ich würde gerne noch etwas hinzufügen, und zwar der normale Bürger hier in Deutschland, egal was er arbeitet, macht, jeder Bürger in Deutschland muss Pflichten nachgehen, muss seine Terminierungen nachgehen, muss seine Steuererklärung machen, und wenn man das nicht macht, man bekommt Fristen, man muss die Fristen nachgehen, und das macht jeder Bürger. Doch warum, wenn ich zum Beispiel jetzt als normaler Bürger gegen einen Beschluss stoße, vor allem gegen einen OLG-Beschluss, dann bekomme ich, wenn ich einen Tag danach ein Bußgeld, und die Frau D. von Jugendamt hat gegen diesen Beschluss verstoßen und ihr ist noch nichts passiert.
Also diese Frau B. vom Jugendamt hat sich über drei Richtern gestellt. Wenn ich das als normaler Bürger gemacht hätte, hätte ich sofort ein Bußgeld bekommen. Das ist auch in dem Fall von meiner Mutter. Sie hat eine 1.000 Euro Rechnung bekommen, nur weil sie diese Termine nicht eingehalten hat, weil meine Schwester immer wieder geweint hat. Und die Frau M., also die Verbandsbeispiel von Pia, hat auch nichts unternommen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die gekommen sind. Deutsche, Rumänen, egal was, sie sind weite Kilometer gefahren, von Offenburg, München und so weiter. Ich möchte mich auch ganz herzlich an unseren Anwalt, Herr Klotz, bedanken, der uns immer unterstützt und auch alles dafür tut, uns zu helfen. An Herrn Erik Mokano, der das auch verbreitet und uns unterstützt. Und vor allem an die Kinder, die auch anstatt zu spielen, hier für meine kleine Schwester demonstrieren. Und auch an die Polizei, die uns eben auch unterstützt. Und natürlich auch von den Fall natürlich nicht weit. Aber ja. Ich mit haben? Ja, geht nicht. 10 Minuten noch. 10 Minuten, 10 Minuten noch. Nu, păi da, mai avem 10 minute. Mai avem 10 minute, mai rezistăm? Da! 10 minute haben wir noch, wir schaffen noch. Und wie sagt unsere liebe Mama? Wir schaffen das. So. Când este următorul termen? Ja, ich wurde gerade gefragt, wann ist der nächste Termin? Das ist genau die Frage. Das Gesetz sagt, es muss sofort terminiert werden. Das Oberlandesgericht hat gesagt, das Amtsgericht muss bis 30.04. entscheiden, was jetzt weiter sein wird. Und wir warten, wir schreiben, wir beschweren uns. Wir sind bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Wir haben vom Verwaltungsgerichtshof bis heute auch keine Antwort. Und das Jugendamt hat nicht einmal den Eingang des Widerspruchs gegen die Obhutnahme bis heute bestätigt, was skandalös ist. Das ist über einen Monat her. Das Verfahren wird verschleppt. Die Beteiligten sind offenbar nicht dazu in der Lage, den Ernst zu erkennen. Und wenn das so weitergeht, sollten wir eigentlich uns jeden Tag hier versammeln. Eine Mahnwache, 24 Stunden am Tag, direkt vor diesem Gebäude einrichten. Und auch das schlimme Schicksal, nicht nur dieses Kindes, sondern auch vieler weiterer Kinder, die betroffen sind, immer wieder hinweisen. Danke. Vreau ca să transmit pentru cei care nu au înțeles exact ce a spus avocatul mamei. A fost întrebat de mine când va fi următorul termin, următoarea programare la judecată sau următoarea judecată. După lege scrie cât se poate de repede. Ce înseamnă cât se poate de repede? Știm cu toții. Acum, Oberlandesgerichtul, în alta curte, a spus că cel târziu pe data de 30 luna asta trebuie să se dea o sentință sau o informație ce se întâmplă mai departe cu Pia. Bineînțeles că acolo trebuie luate mai departe unele dovezi pe care ei le-au depus, mama lui Pia cu avocatul, și să se hotărească cel târziu pe data de 30. Problema este iarăși că la toate actele care s-au depus la dosar, Jugendamtul nu a reacționat. Ba da, curând copilul. Deci la acte, la contestații, la tot ce au făcut juridic și ce este posibil, nu s-a reacționat. Acum, din păcate, nici avocatul nu știe ce va ieși și s-a revenit că ar fi fost bine. Din păcate, noi suntem aici din Bayern, din Baden-Württemberg, din
De unde suntem? De la Frankfurt, de 40 de minute. Din păcate nu suntem toți aici. Dar era extraordinar părerea avocatului dacă rămâneam aici câteva zile și fiecare seară să demonstrăm, așa cum s-au făcut și în alte cazuri, în Franța, în România și în alte țări, să rămânem aici și să demonstrăm pentru copii și pentru toți copiii care sunt luați abuziv de instituțiile statului din Germania. Din păcate, nu are cum să ne spună ce va fi mai departe. El face toate demersurile, chiar și la Curtea Constituțională a Germaniei a depus cereri. Acum așteptăm cu toții un răspuns pozitiv, bineînțeles, pentru FIA, pentru mama ei. Acum, ce să vă spun? Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi, că ați venit de la sute de kilometri și ne vedem mai departe ori pe YouTube, ori prin ziare, ori pe canalul de Facebook. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă, toată procedura asta și tot cazul ăsta. Să întorc un pic camera. Oameni buni, sunt încă o dată aici pentru voi care ați fost aici în live, pentru care ați distribuit. Suntem aici în Freiburg, așa cum am anunțat. Suntem români din Freiburg, din Frankfurt, de la Stuttgart, din toate colțurile Baden-Württembergului, Bayerului, Hessen, Rheinland-Pfalz. Au venit aici pentru a susține acest caz și pentru să oprim încălcările care le face Jugendamtu în Germania. Genau. Acum, demonstrația noastră se închide, atât a fost aprobat, ora 18. Noi vă mulțumim mult de tot pentru toți care ați făcut distribuiri, care ne-ați susținut, care sunteți alături de noi și, oameni buni, vă aștept, să zicem, orele 21 sau poate ceva mai târziu, tot aici pe Facebook și pe YouTube, în live. Atenție, urmăriți pe Luis Lazarus, că în 45 de minute, probabil, sau chiar o oră, voi intra la Luis Lazarus în emisiune, unde o să discutăm și de tema asta și o să discutăm și de restricțiile care România a pus Germania pe lista galbenă. Eu vă mulțumesc mult de tot, vă salut pe toți că ați fost și online și ați distribuit și atunci ne vedem. Toate cele bune!